Digitale Störung Radio FM. Teil 9. Ich werde in diesem Video mit der Spule beschäftigen. Jetzt geht es los. Für die Spule werde ich Kupferlackdraht KL005 verwenden. Durchmesser 0,5 mm. Und ich brauche zusätzlich einen Bohrer, Durchmesser 4 mm. Ich muss auch die Werte für die Spule ausrechnen. Es ist die Zeichnung von CA5711T. Also, der Hersteller hat bei FMOSC Spule 22 PF genommen. Hier ist die Tabelle, also vom Programmkonto 32. Wir wissen, dass Frequenzbereich auf dem Frequenzbereich von 88 MHz bis 108 MHz ist. Ich nehme ungefähr die Mitte vom Frequenzbereich. Es ist 100 MHz. Das Volumen habe ich 22 pf genommen. Ich muss Induktivität ausrechnen. Ich habe Induktivität gekriegt. Hier. Und danach muss ich die Windungen ausrechnen. Ich habe Induktivität angegeben, Außendurchmesser der Spule angegeben, Durchmesser vom Draht 0,5 mm und Zwischenräume bei der Spule haben wir keine. Und ich habe gekriegte 4,5 Windungen. Wir wissen, dass unsere Hände beim Schwitzen produzieren Salz. Und Salz leitet auch Strom. Deswegen muss ich das Draht zuerst säubern, bevor ich die Spule wickeln werde. Dafür brauche ich ein Stück Watte, einen kleinen Becher und Gummihandschuhe und Isopropanol. Sagen wir mal, das Draht ist schon gesäubert mit dem Isopropanol. Also im Video werde ich keine Gummi und keine Stoffhandschuhe verwenden. So ist es bequemer. Also ich werde jetzt den Seitenschneider nehmen, circa 30 bis zu 40 Zentimeter abschneiden, dass er bequemer gewickelt wird. Also der Bohrer, Durchmesser 4 mm. Wenn wir die Spule wickeln, also wir wissen, dass unser Draht ist 0,5 mm. 0,5 plus 0,5 mm ist 1 mm und unser Bohrer ist 4 mm. Also 1 mm plus 4 wird 5. So wie ich es gerechnet habe. Jetzt nehme ich wickle ein bisschen, mache gerade. So. Ich mache einfach 4 Windungen, ungefähr so. Also ausrichten, dass ich hier gerade sein soll. Und ich werde jetzt drehen, 4 Windungen. So. Eine Windung, also es muss 90 Grad sein. Also der Draht zu dem Bohrer 90 Grad. So, zweite Windung. Dritte und vierte. So, jetzt habe ich das Ganze. Ist alles nicht verrutscht. So. Jetzt muss ich ausrechnen, dass bei den Bohrungen ungefähr der Abstand von hier nach da ungefähr gleich wird. Zum Beispiel, wenn ich loslasse, es wird breiter. Ja? Deswegen ein bisschen rein. Und ich schneide ungefähr, also circa 1 cm und ein bisschen, sogar mehr. Also von da.
So, da kommt hin. So. Das ist der Rest. Also. Nochmal ausrichten, dass er halt sich ungefähr parallel wird. So. Die Spule ist fertig. Also schalte mal. Jetzt hole ich raus. So. Ich habe selbst schließende Pinzette genommen. Lötkolben mit 400 Grad vorgeheizt. Jetzt werde die Beschichtung einfach weg. Dass weggeschmolzen wird. Also so. So, wenn die Reste geblieben sind, dann schaue ich raus. So, wenn heiß wird, dann nächste Seite. Raus. So. So, die Spule ist schon vorbereitet. Also, ich habe den Lack entfernt. Sieht es aus. Hier ist die Platine. Ich probiere, ob in die Bohrungen passt. Hier ist der Platz für die Spule. Also passt. Jetzt werde ich die Spule anlöten. Das ist ja Testplatine. So rein. So, zuerst muss ich die Spule fixieren. Ich mache das ganz schnell, dass ich keine Verbrennung kriege. So, noch einmal. So, ich habe die Spule fixiert. So, fertig. So, ein bisschen ausrichten. So sieht es aus. Also, das Wichtigste ist bei der Spule, also Abstand von der Platine muss auch sein, circa 5 mm. Also 4 vielleicht. Ja, 5 mm ist am besten. Also, ich kann auch das Lineal verwenden. Da schauen wir mal. Also circa 5 mm muss sein. Das ist das Wichtigste, dass die Spule keinen Kontakt zu der Platine hat. Wenn die Spule angelötet wird, es sieht so aus von oben. Und dann von unten. Ja, das sind die Stellen. Ja, danach werde ich mit dem noch Propanol reinigen. Und wichtigste nochmal. Wenn ich die Platte so stellen werde. Wichtigste ist der Abstand von der Platine. Schaut ihr mal. Also circa 5 mm.
Also die Spule muss rausschauen, circa 5 mm, dass die Spule keinen Kontakt zu der Platine nicht hat. Das war's dann in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.